Hallo und willkommen zu einem neuen Video aus meiner Reihe über Isaac Asimovs Megazyklus rund um die Roboter-Ära, das Imperium von Trantor und die Foundation-Welt, manchmal auch abgekürzt das Roboter-Foundation-Universum. Heute möchte ich entlang der Chronologie zu dem nächsten Roman gehen. Vorweg, ich habe mich ganz schön dazu aufraffen müssen, nach 35 Jahren wieder diesen Roman zu lesen. Ich wusste zwar, dass er nicht so schlecht ist wie Sterne wie Staub, aber obwohl meine alte Goldman Verlag Ausgabe mit der Imperium von Trantor Trilogie stets in Sichtweite in meinem Arbeitszimmer lag, zog es mich nicht an, das Buch wieder zu lesen. Ich hatte eine ungefähre Erinnerung an die Geschichte und vermutete, dass die erneute Lektüre ein wenig qualvoll wird. Doch irgendwann dachte ich daran, dass ich wirklich wieder eine weitere Episode meiner Asimov-Reihe fertigstellen muss, und dieser kurze Roman konnte dabei nicht ein ewiger Hemmschuh sein. Also habe ich mir das Buch geschnappt, in der Hoffnung, mich in 2 bis 3 Tagen durchzukämpfen. Und ich muss feststellen, ich lag vollkommen falsch. Das Buch ist entzückend und faszinierend. Von den 3 Trantor-Romanen, die der Goldman Verlag auch als die frühe Foundation-Trilogie titulierte, ist dies sicherlich der komplexeste und psychologisch der interessanteste Roman. Ich hatte in der letzten Episode gesagt, mein Lieblingsroman von diesen 3 Beiträgen ist The Currents of Space. Doch nun bin ich mir nicht so sicher. The Currents of Space hat diese großartige Qualität eines Action-Thrillers, was eindeutig zum Lesevergnügen beiträgt. Wir hatten darüber in der letzten Episode dieser Reihe gesprochen. Doch Pebble in the Sky ist im Kontext dieses galaktischen Zyklus von Asimov deutlich reichhaltiger. Es ist ein spannend verwobener Roman, der einige Aspekte besitzt, die mir als einem knabenhaften Leser damals gänzlich entgangen waren. Dies war also eine nette Lektüre und das Buch erscheint mir nun ein wenig unterschätzt. Die Genesis dieses Romans ist etwas komplex, aber es ist offiziell Isaac Asimovs erstes Buch. Das Buch erschien im selben Jahr wie I, Robot, also in 1950. Ich kann nur darüber spekulieren, wie sehr das Buch eigentlich von Anfang an im selben Universum existiert wie die Foundation-Romane. Das Imperium von Trantor spielt hier eine hintergründige Rolle und wird an einer oder 2 Stellen beiläufig erwähnt, aber das könnte auch ein späterer Retcon sein. Allerdings kann man selbstredend annehmen, dass immer dann, wenn in diesem Buch die Rede vom Kaiser ist und dem kaiserlichen Hof, dass stets Trantor gemeint ist. Aber geschrieben hatte es Asimov bereits 1947 in etwas kürzerer Form und unter dem Titel Grow Old With Me in Anspielung auf eine Zeile aus einem Robert Browning-Gedicht. Das Buch erschien in 1950 bei Doubleday auf Anraten des Sci-Fi-Schriftstellers Frederick Pohl, der sich in diesen Jahren als Literaturagent betätigte. Allerdings hatte Asimov bereits 1942 begonnen, die ersten Kurzgeschichten zu publizieren, welche später den zentralen Foundation-Roman ausmachten. Somit ist es durchaus denkbar, dass Pebble in the Sky schon 1950 so konzipiert wurde, dass es auf derselben Zeitleiste mit Foundation gelegt werden konnte. Ich habe auch herausgefunden, dass bereits 1952 es eine Zusammenfassung der 3 besagten Romane Stars Like Dust, The Currents of Space und Pebble in the Sky gab zu einem entsprechenden Sammelband. Dennoch glaube ich, dass die Bezeichnung Das Imperium von Trantor oder die frühe Foundation-Trilogie etwas ist, das erst 1985 dem Goldman Verlag eingefallen war. Pebble in the Sky ist der einzige Trantor- oder Foundation-Roman, der in unserer Gegenwart beginnt. Denn dies ist der zentrale Plotpoint dieser Geschichte. Ein älterer Mann namens Joseph Schwartz, ein Schneider in Frührente, lebt in Chicago der 40er Jahre. Eines Tages wird er das unverschuldete Opfer eines wissenschaftlichen Experiments, das sich einige hundert Meter entfernt in einem Labor ereignet, während Schwartz ahnungslos die Straße entlang geht. Infolge des Experiments wird er tausende Jahre in die Zukunft geworfen und findet sich auf einer Erde, die ihm gänzlich fremdartig erscheint. In der ersten Ausgabe hieß es wohl noch so etwas wie 50.000 Jahre in die Zukunft. Etwas, das Asimov dann für spätere Ausgaben etwas herunterschraubte, damit es besser in das gesamte Gefüge der Foundation-Geschichte passte.
So scheinen wir uns an dieser Stelle im Jahr 12.411 zu befinden. Allerdings wird hier bereits seit 827 Jahren die galaktische Zeitrechnung praktiziert. Es bedeutet aber auch, dass diese Geschichte sich 1327 Jahre nach The Currents of Space abspielt. Auf der Leiste ist es also ein relativ einsamer Roman, dem hier eine riesige Zeitlücke folgt, bevor wir dann, 11.000 Jahre später, auf den ersten echten Foundation-Roman stoßen. Das nur, um es zeitlich einzuordnen. Übrigens erschien das Buch in Deutschland unter dem Titel Radioaktiv, was irgendwie Sinn ergab und sichtlich dem Zeitgeist damals entsprach. Ich meine damit die Anti-Atom-Bewegung etc. Doch in unserer Zeit ging man dann dazu über, das Buch unter dem deutlich näher am Original stehenden Titel Ein Sandkorn am Himmel zu publizieren. Unser Mann macht also eine unfreiwillige Zeitreise in das Jahr 827 galaktischer Zeitrechnung oder das Jahr 12.411 unserer alten Zeitrechnung. Chicago scheint verschwunden zu sein, wobei sich schnell herausstellt, dass er sich in der Nähe einer deutlich kleineren Stadt namens Chica befindet. Nicht gerade subtil. Wir erfahren später auch, dass Chica rund 50.000 Einwohner hat und damit zu einer der größten Städte auf der Erde gehört. Am Anfang will Asimov unmissverständlich zum Ausdruck bringen, dass die Erde des 13. Jahrtausends großflächig radioaktiv verstrahlt ist. Das beschreibt er damit, dass nachts viele Teile der Umgebung, also Bäume oder Steine oder Felsen, einen leuchtenden Schimmer besitzen. Sogar der Bach leuchtet. In 1950 war das Wissen um Radioaktivität durchaus schon sehr detailliert, insbesondere seit dem Manhattan-Projekt. Aber ich schätze, dass Asimov damals davon ausging, dass es vermutlich unterschiedliche Arten der Radioaktivität geben müsste, von denen sich manche im sichtbaren Spektrum manifestiert. Das ist wohl nicht der Fall, aber ist für die eigentliche Geschichte gänzlich unerheblich. Übrigens macht Asimov an dieser Stelle nicht deutlich, ob die Ereignisse seiner Zeit in Robots and Empire, was ja rund 6000 Jahre zuvor war, die Ursache dafür sind, dass die Erde nuklear verseucht ist. Es ist aber nicht auszuschließen und wird gelegentlich unter Asimov-Fans diskutiert, ob der globale Anschlag, den zu vereiteln, sich im Finale Daniil weigert, die Ursache dieser Zustände ist. Unser Protagonist Schwarz stolpert auf eine einsame kleine Farm und wird dort von einem Ehepaar aufgenommen, da er verwirrt ist und vollkommen verloren wirkt. Die beiden heißen Arbin und Loa Maren und sie leben dort alleine mit Loas Vater Gru. Dieser sitzt im Rollstuhl und wird deshalb illegal versteckt, da er sonst mit Euthanasie rechnen muss. Dies ist also eine rigorose, recht faschistoide Kultur und globale Staatsform, die aber ihr Verhalten und ihren Ethos aus der utilitaristischen Notwendigkeit ableitet, dass weite Teile der Erde radioaktiv verstrahlt sind und deshalb unbewohnbar. Somit muss die Zivilisation ein paar ernste Maßnahmen leisten und dazu gehört die Euthanasie und die Geburtenkontrolle. Behinderte Menschen, die nichts leisten können, werden entfernt. Da ist aber noch mehr. Ein jeder Bürger, der das 60. Lebensjahr erreicht, muss sich beim Amt melden und wird de facto exekutiert. Asimov beschreibt dies als ein echtes kulturelles Ritual. Die Angehörigen, die Freunde und die Familie feiern diesen Tag entsprechend, bevor sich die Person verabschiedet und abgeführt wird. Arbin und Loa verstecken also Gru illegal und arbeiten extra viel, damit kein Verdacht aufkommt. Doch alle drei wissen, dass dies nur eine Lösung auf Zeit ist, denn neben dem Sicherheitsamt gibt es noch das berüchtigte Volkszählungsamt, das alle paar Jahre sämtliche Haushalte durchleuchtet und durchsucht. Arbin und Loa wissen, dass spätestens dann Gru gefunden wird. Die Gesellschaft der Alten, also so eine Art diktatorische Ratsherrschaft, wacht da streng über die Einhaltung dieser Gesetze. Das ist aber auch sehr ironisch, denn Mitglieder der Gesellschaft der Alten, wie auch andere Menschen, die sich für das Volk besonders verdient gemacht haben, werden von der Euthanasie zum 60. Lebensjahr ausgenommen. In dieser Gesellschaft lohnt es sich also, ein rigoroser Politiker zu sein, der die ideologische Linie fährt. Und wir befinden uns 2 Jahre vor der nächsten Volkszählung, weshalb Arbin und Loa wegen Gru sichtlich beunruhigt sind. Sie hacken die Idee aus, dass der unregistrierte Joseph Schwarz mit ihnen auf dem Feld arbeitet und somit ihnen hilft, Grus Arbeitsunfähigkeit zu kompensieren.
Doch sie können nicht wissen, dass Joseph Schwarz eigentlich kein verwirrter Dorftrottel ist, sondern eben das Problem hat, dass er aus der Vergangenheit stammt, und zwar einer Vergangenheit, die tausende und tausende Jahre zurückliegt. Die Weltsprache von Arbin, Loa und Gru ist ihm vollkommen fremd, und aus der gegebenen Situation macht er ohnehin einen recht verwirrten Eindruck. Arbin, Loa und Gru leiten daraus den eher falschen Schluss, dass Schwarz geistig zurückgeblieben ist. In typisch Asimovscher Manier, denn Asimov hielt vermutlich nicht so viel von Anton Tschechow, sind aber Arbin, Loa und Gru keine sehr wichtigen Protagonisten in dieser Geschichte. Wir verlieren sie relativ zügig aus den Augen. Ihre Funktion ist es, uns Exposition über die Verhältnisse auf dieser dystopischen Welt beizubringen und Schwarz auf den Weg in seiner eigenen Geschichte zu bringen. Denn Gru liest in der Zeitung über einen Wissenschaftler in der genannten nahen Stadt Chica, der ein neurologisches Programm betreibt, das menschliche Intelligenz erhöhen kann. Und dieser sei angeblich auf der Suche nach menschlichen Freiwilligen für diverse Experimente. Das Ganze wirkt sehr unseriös, aber Arbin und Loa denken, wenn der seltsame Mann, der nun heimlich bei ihnen wohnt, etwas mehr im Dachstübchen hätte, dann könnten sie sich besser mit ihm verständigen und könnten ihn dann arbeiten schicken. Bei genauerem Hinsehen sind Arbin und Loa nicht gerade Engel. Sie nehmen Schwarz zwar bei sich auf, bringen ihn aber zu einem experimentellen Wissenschaftler, der ihn einer Prozedur aussetzt, an der Schwarz vermutlich sterben wird. Da kommt wenig Ethik zur Sprache. Doch dies ist eben auch eine Gesellschaft, in der das einzelne Leben einen recht geringen Wert hat. Eine Gesellschaft, in der behinderte Menschen exekutiert und 60-Jährige umgebracht werden. In gewisser Weise hat das Buch eine interessante Ambivalenz, die so typisch für Science Fiction sein kann. Denn einerseits ist die Prämisse so wunderbar eskapistisch, die Abenteuer eines Mannes, der in die Zukunft, in ein kosmisches Zeitalter geschleudert wird. Viel mehr Motiv und Anreiz brauchen junge, frustrierte Sci-Fi-Leser nicht, um sich in der Geschichte zu verlieren. Doch auf der anderen Seite ist die Welt, welche Schwarz da betritt, doch eine extrem dystopische, geradezu faschistische Welt, und nichts, wovon man fantasieren sollte. Doch wie gesagt, diese Art von Ambivalenzen sind in Science Fiction nicht selten. Nun ändert sich die Perspektive der Geschichte. Wir lernen einen Mann, der von einem Planeten in der Umlaufbahn um den berühmten Stern Sirius stammt, kennen. Sein Name ist Bel Arvardhan. Er ist 35 Jahre alt und er ist ein umstrittener, aber auch durchaus berühmter junger Archäologe. Seine Alma Mater ist die Universität von Arcturus, und durch Bel Arvardhan erfahren wir über dieses interessante historische Problem, das den Rahmen dieses Romans bildet. Denn im galaktischen Imperium, welches inzwischen zehntausende Welten umfasst und von Trantor aus regiert wird und letztendlich die gesamte Galaxie beansprucht, hat sich im Verlauf der Jahrtausende die Überzeugung durchgesetzt, dass der Mensch als biologische Einheit so eine Art universelle Matrix in der Geschichte darstellt. Dass sozusagen Menschen unabhängig voneinander auf verschiedenen Planeten entstehen und dieselbe Evolution durchlaufen. Das hat dann entfernt ein wenig von Star Trek, wo irgendwie auch alle Außerirdischen wie Menschen aussehen, hier und da mit etwas Rillen auf der Stirn oder Nase. Bei Star Trek war das allerdings die Folge der überschaubaren TV-Budgets und dass die Dinge flott filmbar bleiben. Da konnte man keine komplexen Hexapods designen. Mit anderen Worten, in der Galaxie herrscht die Überzeugung vor, dass es sinnlos ist, nach einer singulären Quelle aller Menschheit zu suchen, da die Galaxie von den Menschen eben nicht von einem einzigen Planeten aus besiedelt wurde. Zwar gibt es schon Planeten, die in den Jahrhunderten davor künstlich besiedelt oder terraformt wurden, doch auf all den ursprünglichen Planeten, wo Menschen leben, entstanden diese Menschen unabhängig voneinander. Das Wissen, dass unsere Erde, also Terra, der Urplanet der Menschen ist, ging im Verlauf der Jahrhunderte und Jahrtausende verloren. Bel Arvardhan hatte seinerzeit das umstrittene Paper mit dem Titel über vorgeschichtliche Funde im Sirius-Sektor unter besonderer Berücksichtigung der Bedeutung derselben für die Hypothesen über die Ausbreitung der menschlichen Rasse geschrieben, welche in der wissenschaftlichen Gemeinde einen ziemlichen Skandal verursachte. Im Zuge dessen wird Arvardhan durchaus angegriffen und verunglimpft. Man stellt ihn eben als einen Verschwörungstheoretiker dar und als einen Querulanten.
Belarvardhan hat aber einen starken Rückhalt, der ihm ganz schön viel Aufwind gibt. Das Büro des Kaisers auf Trantor ist an seiner Arbeit interessiert und hat ihn mit entsprechenden Absichtserklärungen ausgestattet. Das öffnet plötzlich Türen. Und so plant Arvardhan eine archäologische Expedition auf der Erde, da für ihn die Erde ein potenzieller Kandidat ist für die Wiege der Menschheit. Damit ist der Mann ein stetiger Dorn im Auge der Redaktion des Journals der Galaktischen Archäologischen Gesellschaft. Auf der Erde sollten seine Theorien eigentlich ein positives Echo hervorrufen, doch die Terraner sind so hasserfüllt gegenüber dem Trantor-Imperium, dessen diktatorischen Stiefel sie ständig spüren, dass ihnen solche Details entgehen. Dabei überdauert auf der Erde durchaus seit Generationen die legendenhafte Überzeugung, dass die Erdbewohner die ursprünglichen Menschen sind, doch dies gleicht mehr einer kultischen Mythologie und besitzt keinen naturwissenschaftlichen Rückhalt. Es gibt auch ein uraltes Buch mit dem Titel Buch der Alten, wo all diese Dinge beschrieben sind. Dieses Buch gilt in der restlichen Galaxis allerdings als Hokuspokus. Deshalb ist Arvardhans Hypothese nicht gerade im Sinne der Gesellschaft der Alten, dass sie letztendlich auf eine Versöhnung zwischen Trantor und Erde abzielt, sozusagen eine Brüderlichkeitstheorie ist. Und das gilt bei den Alten auf der Erde als sogenannter Assimilationismus. Da steckt einfach zu viel Hass und Rachsucht in den Strukturen des Staatsapparats. Und es stimmt schon, dass Trantor die Erde den usurpatorischen Stiefel durchaus spüren lässt. Überall befinden sich Militärgarnisonen des Imperiums. Die Menschen werden drangsaliert und abgeführt, während die eigentliche irdische Polizei nur zusieht oder manchmal mitmacht. Dies ist also eine ambivalente Situation, in der die irdische Regierung nur begrenzt viel zu sagen hat, da sie zwar so tut, als würde sie uneingeschränkt herrschen, aber in Wirklichkeit treffen sie kaum eine relevante Entscheidung, ohne sich mit dem Abgesandten von Trantor abzusprechen. Dieser Bevollmächtigte lebt in einem Palast auf dem tibetischen Plateau, wo angeblich die Radioaktivität noch am geringsten ist. Seine offizielle Rolle ist die eines Sprechers oder Abgesandten des Kaisers, aber unter der Hand weiß jeder, dass er de facto der Vizekönig oder Regent auf der Erde ist. Das ist also politisch eine sehr volatile Situation. Und Arvardhans Ankunft auf der Erde wird zwar von den Erdbewohnern kaum zur Kenntnis genommen, in der administrativen und diplomatischen Szene der imperialen Beamten, die auf der Erde wie Fürsten leben, sorgt sie doch für ziemliche Unruhe. So lernen wir Ennius, diesen besagten Vizekönig oder Bevollmächtigten aus Trantor, kennen, der mit seiner Frau diesen protzigen Palast auf dem tibetischen Plateau bewohnt. Der Umgang der imperialen Bürger mit den Erdbewohnern ist bis ins Knochenmark rassistisch. Es gibt geradezu eine Obsession der Diplomaten, sich mit den Menschen nicht zu beschmutzen und vor allem sich von ihnen keine radioaktive Strahlung einzufangen. Diese Sorgen sind zwar irrational, aber tief in der Kultur drin. Und die Vertreter des Imperiums schlucken auch unentwegt ein Präparat namens Medabolin, das ihnen helfen soll, der radioaktiven Wirkung nicht anheimzufallen. Etwas, das der Terraner Dr. Schecht, eine der zentralen Gestalten in dieser Geschichte, mit einem Placebo-Effekt vergleicht. Zu Schecht kommen wir noch. Der bevollmächtigte Ennius ist von Arvardhan durchaus fasziniert, was aber mehr damit zu tun hat, dass er nicht sehr viele Besucher hier bekommt und sein Posten als Vizekönig auf Erde gilt ein wenig wie eine Strafbank. Es hätte in der Galaxis unzählige Posten gegeben, die deutlich attraktiver für Ennius gewesen wären. Arvardhan stellt sich als ein Idealist heraus, der sich auf Erdbewohner einlassen will. Er lehnt die rassistischen Ideen ab, aber es fällt ihm nicht unbedingt leicht, seine Vorurteile abzulegen, zumal er unentwegt die Erfahrung macht, dass ihn die Erdbewohner hassen und feindselig ihm gegenüber sind, so dass er nur schwer seine Vorurteile überwinden kann. Ich muss da ein wenig an Gertrude Bell denken. Wir erfahren, dass in Chica der besagte Dr. Alfred Schecht an einem medizinischen Instrument arbeitet, das er als den Synapsikator bezeichnet. Es soll ein Gerät sein, das die Intelligenz von Menschen massiv erhöhen soll, und zwar nach nur wenigen Tagen der Behandlung. Getestet wurde es aber nur an Mäusen und Ratten, wo allerdings fast 90% der Tiere beim Versuch sterben. Das ist also die Gegenperspektive auf die Geschichte von Arbin und Loa, die den kauderwelschenden Schwarz inzwischen dorthin gebracht haben,
und der dort mehrere Tage lang einer Prozedur unterzogen wurde. Ennius ist an diesem Gerät interessiert. Er sieht es als etwas, das für das Imperium interessant sein könnte, während er befürchtet, dass die Erdbewohner es als eine Art Waffe benutzen könnten, um so ihre eigenen, in seinen Augen größenwahnsinnigen Ziele und Ideologien durchzusetzen. Zugleich ist es auch so, dass Ennius mit diesem Erfinder und Forscher eine Art dezente Freundschaft pflegt. Sehr diskret, denn Ennius hält die Erdbewohner alle für Spitzbuben und Gauner, und sein wohlwollender Umgang mit Dr. Schecht wäre kaum gut für sein Image in der Gemeinde der imperialen Beamten und Unternehmer, die auf der Erde in ihren Palästen und Villen leben und grundsätzlich die Erdbewohner für Untermenschen halten. Es ist ja bekannt, dass Asimov stark von Edward Gibbon und seinem Buch über die römische Geschichte beeinflusst war. Und hier schlägt einem mit ungewöhnlicher Stärke die Analogie zur römischen Besatzungszeit in Judäa entgegen. Das erkennt man gut daran, dass die Besatzer hier eben ein Imperium mit einem Kaiser repräsentieren, aber auch daran, dass sie die terrestrische Administration weitgehend autonom walten lassen, wenn auch an die Weisungen von Trantor und vom Vizekönig gebunden. Und Ennius beschreibt an einer Stelle die häufigen Situationen, wo Vertreter der Alten, also der terrestrischen Verwaltung, ihm Petitionen überreichen mit der Aufforderung, über Verräter in ihren eigenen Reihen zu richten und ähnliche Dinge. Es ist also nicht schwer, eine Analogie zwischen Ennius und Pontius Pilatus zu sehen, wie auch zwischen dem Rat der Ältesten und den Pharisäern im Neuen Testament. Und hier wird bereits Asimovs typische Tendenz spürbar, eben keine Geschichten zu schreiben mit auffälligen Guten und auffälligen Bösen. Das interessiert ihn nicht. Klar, Joseph Schwarz ist ein gutmütiger Kerl, aber Asimov beschreibt ihn ohne viel Detail. Es wird schnell deutlich, dass er mehr ein Platzhalter für uns, die Leser, ist. Es fällt uns dadurch leichter, uns mit ihm zu identifizieren, ihm, dem unfreiwilligen Zeitreisenden. Dr. Schechts Experiment mit Joseph Schwarz erweist sich als ein voller Erfolg. Schwarz lernt in wenigen Wochen die Sprache dieser Menschen, doch er beginnt zu erkennen, dass da mehr ist als nur ein extrem leistungsfähiges Gehirn. Er beginnt festzustellen, dass er Gedanken lesen kann und dass er sogar mit seinen eigenen Gedanken Menschen beeinflussen kann, Telepathie und Telekinese. Es ist nur eine Frage der Zeit und Schwarz flieht aus dem Institut. Daraufhin macht sich Pola, die Tochter von Dr. Schecht, auf die Suche nach ihm. Sie will unbedingt verhindern, dass Schwarz durch irgendein auffälliges Verhalten auf sich aufmerksam macht, zumal das ganze Experiment mit ihm ohne die explizite Genehmigung der Gesellschaft der Alten stattgefunden hat. Und die Dinge werden dadurch kompliziert, dass der Archäologe Arvardhan an Dr. Schechts Arbeit interessiert ist und auf diese Weise sich sein Pfad mit dem von Joseph Schwarz kreuzt. Arvardhan kann es zuerst gar nicht fassen, aber wenn Schwarz tatsächlich ein Mann aus der Vergangenheit wäre, könnte dies ein entscheidendes Puzzlestück der Besiedlungstheorie der Galaxie sein. Schwarz hat aber erstmal nicht die Absicht, sein wissenschaftliches Ausstellungsstück zu werden. Von da an ist die Geschichte äußerst rasant und spannend mit allerlei interessanten Wendungen und allerlei Katze-und-Maus-Situationen, zumal es gerade Joseph Schwarz' telepathischen Kräfte sind, durch die er herausfindet, dass Vertreter der irdischen Regierung an einem riesigen terroristischen Plan beteiligt sind, mit dem Ziel, Trantor in die Knie zu zwingen. Dank der irdischen Radioaktivität haben ihre Geheimlabors einige schockierende Virenmutationen auf Lager, gegen die der Rest des Imperiums absolut keine Gegenkörper besitzt. Doch ich will eben nicht die ganze Geschichte ausplaudern, denn dies ist ein Buch, das ich durchaus empfehlen kann, falls du es noch nicht kennst. Es liest sich schnell, ich habe da gerade mal 2 Tage gebraucht. Nun wäre diese Videoepisode an dieser Stelle eigentlich zu Ende. Doch nicht ganz. Da gibt es noch ein exotisches, kleines Versatzstück. Denn auf unserer Zeitleiste, nur ein wenig von Pebble in the Sky entfernt, befindet sich eine einsame Kurzgeschichte, die ich an dieser Stelle mit verpacken kann. Sie trägt den Titel Blind Alley und ist eine Short Story, die Asimov bereits 1945 geschrieben hat. Also in einer Zeit, als all diese Ideen rund um Imperium und Foundation noch sehr rudimentär waren. Deshalb bespreche ich diese Geschichte hier eher aus kosmetischen Gründen und der zwanghaften Vollständigkeit halber. Diese Kurzgeschichte hat etwas Besonderes und bei Asimov eher Untypisches, denn sie besitzt Außerirdische.
Und der E.T. ist für andere Sci-Fi-Autoren eine alltägliche Angelegenheit, von Robert E. Heinlein bis zu Arthur C. Clarke. Sie alle spekulierten gerne über außerirdische Intelligenzen. Nicht so Asimov. Der E.T. ist bei ihm extrem selten. Das Konzept behagte ihm einfach nicht. Blind Alley erschien in Astounding Science Fiction im März 1945, also jenem berühmten Magazin, das von Joseph W. Campbell herausgebracht wurde, den man durchaus als den Mentor von Asimov betrachten kann. Seitdem tauchte diese Geschichte in verschiedenen Asimov-Anthologien auf, zum Beispiel The Early Asimov. Meine deutsche Ausgabe befindet sich in der Heyne-Publikation von 1991 mit dem Titel Die Asimov-Chronik mit dem Untertitel Robot ist verloren. Da gab es mehrere Teile davon. Blind Alley, zu Deutsch Die Sackgasse, ist eine durchaus herzliche, amüsante Kurzgeschichte. Etwas, das Asimov bei Short Stories sehr eigen war. Also Humor zu benutzen. Oder zumindest einen subtilen Humor. Und es wird schnell klar, dass die Außerirdischen hier nicht wirklich das Thema sind. Sie sind im Mittelpunkt unserer Betrachtungen, aber das Motiv dieser Story ist Bürokratie. Und das ergibt absolut Sinn, denn Asimov hatte nur kurz davor bei seinem Kriegseinsatz als Chemiker in der Philadelphia Navy Yard gearbeitet und die oft leicht groteske Natur von Memoranda und entsprechender Berichte, an denen es in einer bürokratischen Struktur nie mangelt, lag ihm sicherlich noch lebhaft im Gedächtnis. Deshalb hat diese Geschichte eine Menge Memos im Text mit all diesen abstrusen Abkürzungen und diesem hölzernen, sachlichen Tonfall. Gleichzeitig beschäftigt sich Asimov mit der subversiven Idee, dass ein gigantisches Imperium wie Trantor eben einen unbeschreiblich riesigen bürokratischen Apparat haben müsste. Doch es bestehe eben stets die Möglichkeit, bürokratische Strukturen für irgendeine Idee zu missbrauchen, weil man sich dabei eben so gut unter der Milchhaut der Bürokratie bewegen kann. Denn hier geht es um den Planeten Cepheus 18, auf dem sich eine außerirdische Kultur befindet. Anfangs ist man sich noch nicht mal einig, ob man sie nicht als Tiere klassifizieren soll, doch es wird schnell klar, dass bei diesen Lebewesen mehr dahinter steckt. Als allerdings der Protagonist dieser Geschichte endlich eine entsprechende Aussprache mit den Außerirdischen hat, bezüglich dessen, ob die Verhältnisse in den Labors, in welchen sie de facto gefangen gehalten werden, eine Menschenrechtsverletzung darstellen, winkt der Vertreter der Außerirdischen nur ab und meint, dass deren Leben zuvor so schrecklich war und deren Zivilisation sich in einem kompletten Niedergang befunden hat, dass das Leben in den Labors sich eher wie ein Stück Paradies für sie anfühle. Mit Hilfe der Presse und allerlei Akteuren werden die Lebensbedingungen der Außerirdischen verbessert und die Menschen tun das offensichtlich mehr wegen sich selbst, um sich nicht wie Monster zu fühlen. Doch obwohl sie den E.T.s ständig suggerieren, sie seien keine gefangenen Tiere in einem Zoo, wird bei der Frage der Mobilität klar, dass die Außerirdischen nicht wirklich frei sind. Die Menschen sind bereit, sie in allen Belangen anzuhören und stetig ihre Lebensbedingungen zu verbessern, aber sie einfach umzusiedeln oder auf eigene Faust von dannen ziehen zu lassen, das ist nicht drin, trotz all der humanistischen Gesten. Dafür sind die E.T.s zu wertvoll, da die menschliche Medizin an ihnen sehr interessiert ist. Die Geschichte hat eine sehr amüsante Auflösung. Gewisse Dinge stellen sich nicht als das heraus, was sie scheinen. Doch das möchte ich an dieser Stelle nicht verraten, denn vielleicht wirst du mal diese amüsante Short Story selbst lesen wollen. Insbesondere, falls du mal in einer Firma gearbeitet hast, welche vielleicht in der Ära der Faxe und der internalen Memorandums existierte, dann wird dir diese Story vermutlich ein Zucken des Mundwinkels verursachen. Heute im Zeitalter der E-Mail- oder WhatsApp-Gruppennachrichten ist der Tonfall pragmatischer und lockerer geworden, so dass man diese Themen in der Kurzgeschichte vielleicht gar nicht so richtig nachvollziehen kann. Für uns an dieser Stelle ist interessant, dass damit eine weitere Phase des Asimov-Zyklus endet. Ein Abschnitt, der allgemein als Imperium oder die Romane des galaktischen Imperiums bezeichnet wird, letztendlich vertreten nur durch diese drei Romane und eine Kurzgeschichte. Und es ist erstaunlich, wie wenig wir in diesen drei Romanen eigentlich über das Imperium von Trantor erfahren. Am meisten vielleicht noch in Pebble in the Sky, doch alle drei Romane haben eine
relativ distanzierte Perspektive. Sie spielen sich auf abgelegenen Planeten ab und das galaktische Imperium mit seinem interstellaren Kaiser bleibt doch nur ein undeutliches Schemen im Hintergrund. Das hat sicherlich damit zu tun, dass Asimov alle drei Romane anfangs ohne zu viele Gedanken an Kontinuität und Shared Universe schrieb. Das kam in solch einem Umfang alles viel später. Man muss ihn an dieser Stelle vielleicht auch ein kleines wenig rügen, denn die beiden Romane The Currents of Space und Pebble in the Sky haben auch auffällige Ähnlichkeiten, da sie jeweils einen Protagonisten im Mittelpunkt haben, der verwirrt erscheint, da er sich plötzlich in einer Art fremden Welt befindet. Das ist also eine etwas unoriginelle Übereinstimmung und auch ein narratives Klischee. The fish out of water, wie man auf Englisch sagt. Doch das nur am Rande. Wenn ich nun diese drei Romane Revue passiere und ich habe sie nun nach gut 40 Jahren erneut gelesen, so steht für mich fest, dass The Stars Like Dust in dieser Trilogie der schlechteste Roman ist, The Currents of Space der spannendste Roman ist und der hier heute besprochene Pebble in the Sky ist der interessanteste oder gar der anspruchsvollste Roman aus dieser Trilogie. Wer klassische Science-Fiction mag, wird an Pebble in the Sky durchaus seine Freude haben. Ich würde das Buch nicht großartig nennen, aber wie schon The Currents of Space ist es eine solide Urlaubslektüre oder etwas, das man im Flugzeug oder Zug verschlingen kann oder im Hotelzimmer, während man sich auf irgendeinem langweiligen Seminar befindet. Für uns an dieser Stelle bedeutet dieser Augenblick durchaus einen Meilenstein, denn wir haben uns erfolgreich durch alle Robotergeschichten, Roboterromane und Imperiumromane hindurchgearbeitet und stehen somit an der Schwelle zu der dritten und finalen Phase des Asimov-Zyklus, der Foundation-Ära. Ich möchte mich auch bei all jenen bedanken, die dieser Serie die Treue halten. Zumal ich weiß, dass diese Episoden nicht gerade zügig und schnell von mir herausgebracht werden. Vieles damit hat zu tun, dass ich diese eigentlich recht ambitionierten Videoserien in einer Zeit begonnen hatte, als ich meinen dementen Vater pflegte. Und diese Videos waren für mich ein sehr gesundes Gegengewicht zu einer nicht sehr angenehmen Situation. Doch das liegt nun in der Vergangenheit und ich muss mich heute wieder mehr konventionellem Broterwerb zuwenden und somit unvergleichlich weniger Zeit für solche Videoepisoden aufwenden. Zumal ich es nie gelernt hatte, einfach das Handy einzuschalten und irgendwas 20 Minuten lang zu palabern und es dann mit einem Knopfdruck hochzuladen. Meine Videos und die damit verbundenen Abonnenten sind da eher mühsam erkämpft. Aber ich will mich nicht beklagen, denn immerhin habe ich etwas geschafft, was ich schon immer im YouTube erreichen wollte. Einen Fundus aus Videoepisoden zu erzeugen, der vollkommen zeitlos ist, von dem alltäglichen Geschehen relativ entkoppelt ist. So werden meine Videos, die ich vor 5 Jahren gemacht habe, genauso angeschaut wie Videos, die ich vor einem Monat gemacht habe, weil sie thematisch oft etwas behandeln, was die eine Person explizit sucht. Und das gefällt mir sichtlich besser, als immer nur diese extrem vergänglichen Videos herzustellen, die in dieser schnelllebigen Welt 4 Wochen später vollkommen uninteressant oder nicht näher nachvollziehbar geworden sind. Wie auch immer, macht's gut und bis zum nächsten Mal.